Talentschmiede Sportstadt Düsseldorf. Die Dynamic Squad macht es möglich. Ein Elite-Camp für Deutschlands Basketballnachwuchs hier bei uns in der Sportstadt. Wir haben weit über 100 Bewerbungen gehabt und haben anhand deren Lebensläufe dann entschieden, wen wir hier zu diesem Camp einladen. Das sind alles Jungs, die Basketball absolut leben. Basketball ist deren Leidenschaft und sie haben den Wunsch, das Ziel, so ist es besser formuliert, mit Basketball ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Und deshalb haben die Talente hier in Düsseldorf bei der Elite Squad mit erfahrenen Profitrainern eine Woche lang ganz intensiv an ihrem Spiel gearbeitet. So auch Linus Briesemeister aus Berlin. Wir haben uns sehr viel mit dem Pick and Roll beschäftigt und einige Optionen, vor allem Schrittfolgen, Dribbelfolgen, die kannte ich davor noch gar nicht wirklich. Und ich spiele auch schon länger Basketball. Also es ist jetzt wirklich auch was Besonderes, was wir hier gelernt haben. Und die werde ich auf jeden Fall mitnehmen und kann die dann bestimmt auch zu Hause in Berlin wieder anwenden. Ein Camp auf allerhöchstem Niveau mit den neuesten technischen Hilfsmitteln wie einer Shooting Machine, davon gibt es nur wenige in NRW, oder Video-Analyse-Tools auf dem iPad. Aber eben auch mit intensiver Arbeit abseits des Courts, wo die Talente mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet haben. Gerade auch dieser mentale Bereich, der war uns sehr wichtig, den gut zu bestücken. Und das war auch das Feedback von den Spielern, die eben gesagt haben, ja, das war was mir wirklich nochmal einen anderen Blickwinkel einfach auf mein eigenes Spiel, auf meine eigene Persönlichkeit gebracht hat. Uns war es eben sehr wichtig, dieses Camp so individuell wie möglich zu gestalten. Jeder Spieler nimmt, glaube ich, aus den unterschiedlichen Bereichen für sich selber immer unterschiedliche Aspekte mit raus. Das heißt, dass wir nicht einfach mit der Gießkanne kommen und einfach mal rüberschütten. Den Spielern und den Coaches hat es gefallen bei uns in der Sportstadt. Ein kleiner, aber nicht zu unterschätzender Nebeneffekt. Mega coole Umgebung, coole Leute hier, super Essen, super Coaches, macht Hammer, also wirklich mega Spaß. Die Intensität ist sehr hoch. Aber trotzdem sind alle cool, alle sind irgendwie lässig. Es gibt hier keinen, der irgendwie auf anderen rumhackt oder so. Das heißt, zwischen den Spielern und Trainern klappt alles wirklich wunderbar. Hier sind Spieler aus Ludwigsburg, hier sind Spieler aus Bamberg, hier sind Spieler aus Berlin. Und das ist natürlich, wenn dann so etwas hier in Düsseldorf, in der Sportstadt stattfindet, nur Gewinn bringt. Ja, das heißt, es bringt Düsseldorf einfach wieder auf die Landkarte. Ein kleines Mosaikstein, aber deswegen erachte ich das eben schon auch als wichtig.